herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Und zwar heute mit einer, wie soll man sagen, Handy-Variante. Es geht nämlich um ein Friendset und sozusagen als kleiner Appetizer zwischendurch ein Review direkt aus der Hand live. Naja, also aus der Hand gefilmt, vielleicht ohne Schnitt. Mal schauen, ob wir es hinkriegen. Und zwar geht es um den Wasserpark von Heart Lake City und Heart Lake City mit 4 Minifiguren. Das ganze Set aktuell, wo ich das hier einspreche, gerade schwierig, glaube ich, zu bekommen. Scheint also vielleicht im Vorverkauf für Weihnachten ganz interessant zu sein. Oder sie haben nicht genug davon produziert. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall etwas über 1000 Teile, nämlich 1001 für 100 Euro. Das ist eigentlich für Friends schon relativ teuer, weil das ja auch eine eigene Marke ist und keine Lizenz bezahlt werden muss. Aber, und das werden wir gleich am fertigen Objekt ja natürlich sehen, gerade diese Röhre und ein paar Sonderteile, na, das könnte wahrscheinlich der Grund sein. So, wir gucken mal. Das ist die Verpackung von vorne. Da sieht man schon, ich habe es auch schon fertig aufgebaut, beziehungsweise meine Family hat es aufgebaut, mein Sohn und meine Frau. Und hier sehen wir, was wir dann alles erleben werden mit den Mädels von Friends. So, und das gehen wir jetzt mal alles systematisch durch. Da haben wir zum Beispiel 4 Minifiguren. Unsere Mädels, da haben wir hier der Blondschopf, das ist die gute Stephanie. Dann haben wir als zweites Mädel hier Emma. Und schließlich und endlich, das ist Olivia. Und es gibt den fashion-coolen Bademeister oben ohne, das ist Mason. Ja, da kann man sich wahrscheinlich die ein oder andere Geschichte der Romantik nicht, also könnte man sich denken, ja. Ganz cool übrigens die Schuhe. Das sind hier diese Sandalen, die sie da haben. Boah, naja, bei ihr ist ein bisschen weniger und sie trägt da eher geschlossen. Hat aber natürlich auch ein Handy, so wie es sich gehört. Wie es sowieso bei dem Set so ein bisschen was an zusätzlichem Material gibt. Wir haben hier zum Beispiel Liegen, hier irgendwie, was weiß ich, so ein kleines Kissen. Dann haben wir noch so ein Körbchen, eine Dose. Wir haben so eine Art Wasserpistole, davon gibt es sogar 2, die sogar schießen, shootermäßig. Da, bitte nicht ins Auge kriegen. Süß finde ich den hier. Das ist so eine Schwimmhilfe, hätte ich beinahe gesagt. Nee, so ein Badereifen, wo man dann da normalerweise in der Mitte ist und dann schwimmt der. Und der, dann das als Einhorn. Das finde ich cool, das Teil. Einfach gemacht, aber übrigens mit Aufkleber. Also alles, was wir gleich sehen, ist quasi, ich glaube fast alles zumindest, Aufkleber. Dann haben wir eine kleine Insel hier für unseren Mason als Badeaufsicht. Da hat er natürlich so ein bisschen Davis Hasselhoff-mäßig dann auch einen Rettungsring. Allerdings nicht diese coole Boje, die sie ja bei Baywatch haben. Dann aber dafür hier einen Rettungskoffer. Da sehen wir ihn. Ja, kein Defibrillator und ein bisschen was Grünes. Und da kann er hoch, da oben sitzt er dann. Und hier kann er noch sein Fernglas ranklicken. Und bevor wir gleich zum Großen kommen, hätten wir dann hier noch einen Eiswagen. Da sehen wir auch, die Eispreise gehen mit der Zeit. Ja, selbst so ein einfaches Eis für 2. Gehen wir was auch immer, also wahrscheinlich irgendwas, genau. Und das finde ich immer ganz witzig mit diesen Eiswaffeln oben auf dem Dach. Die können wir hier, wenn wir wollen, auch so ein bisschen umkippen. Da, hier kann Eis rein zum Beispiel. Wagen fährt, ja, nicht überraschend. Ja, und wir können das Verdeck auch abmachen. Mal sehen, ob ich das hier mit einer Hand hinkriege, aber sowas von. Und da drin sehen wir nämlich einmal, da vorne kann man fahren, beziehungsweise ich glaube im Sitzen auch liegen. Wie soll das denn gehen? Na egal. Hier ist rausgeben, Kasse gibt es nicht, wozu auch, in Heart Lake ist alles umsonst. Hier ist die Gefriertruhe, die können wir dann öffnen. Da sehen wir schon mal das Eis da drin und ein paar Waffeln. Ja, so ist es in Heart Lake. Machen wir wieder zu, Aufkleber übrigens. So, und dann kommen wir aber, und das ist eigentlich das Highlight natürlich, der Wasserpark. Und der macht eigentlich wahnsinnig Lust darauf, so wie bei Playmobil, Wasser da reinzukippen. Aber, ja, ist natürlich nicht, ne? Also, das ist, kann man natürlich machen. Also, Lego geht ja in der Regel nicht dadurch kaputt. Aber das hält auch nicht da in dem Bassin, weil ist ja Lego. Das heißt, da sind ja überall Ritzen und dann wird das Wasser durchgehen und dann hat man die Schweinerei, wenn man es, ja. So wie man es, sonst ist vielleicht auch okay. Schöne Accessoires hier überall, so kleine, hier so Ranken, da rankt es, da ist mal so ein Fischchen da drauf, ne? Oder hier so ein Seepferd, eine Muschel, da auch mal hinter Glas ein Fisch. Hier oben dann ein Flamingo auf einem Bein mit auch natürlich stilecht einem Loch im Kopf, damit man da auch eine Schleife reindrücken kann. Das sehen wir uns gleich noch an. Ja, ansonsten, das Coole sind natürlich diese Wasserrutschen, die keine Wasser haben. Aber die werden wir gleich mal in Aktion sehen. Hier haben wir
eine kleine Dusche. So, da sprudelt auch das Wasser hoch, was allerdings nur ein Aufkleber ist. Da leckt das Wasser auch so runter. Auch hier sprudelt es nach Aufkleberlust. Hier sehen wir schon mal, naja, bitte nicht vom Beckenrand springen. Ach, das ist, ja, natürlich, auch in Hort Lake muss natürlich, oder Hort Lake, dann die Ordnung walten. Also irgendwo muss Mason ja dann auch einschreiten. Oder alibimäßig zumindest. Ne? Hier sehen wir so ein paar Fliesen. Da, also es ist wirklich so, als wenn man Lust hätte, da jetzt gleich Wasser reinzulassen. Bevor wir sie aber rutschen lassen, wollen wir das Ganze auch nochmal von hinten sehen. Hier haben wir auch nochmal so ein Seepferd. Da hinten sind was Grünes. Also es ist schon. Dann haben wir noch ein bisschen Hogwarts-Feeling da oben. Was haben wir hier noch? So, da haben wir zum Beispiel... Einmal das hier ist so eine Wasserpistole, so eine große, mit der man dann also die Leute da unten nass spritzen kann. Hier ist auch da, ne? Also man schon Vorsicht hier walten lassen. Einmal diese Ampel, weil man rutschen darf, rot oder grün. Und wir haben hier, ne, bitte schön, was denn jetzt, ein bisschen zumindest die Bauchmuskeln anspannen und nicht nur gerade liegen. Ja, nicht mal sitzen. Ja gut, sitzen ist wahrscheinlich auch eng da drin. Jo, hier nochmal ein Aufkleber, da was Grünes. Auch hier für diese Rutsche hat man Rot-Grün. Da kann man sich's gemütlich machen mit was zu trinken, was Buntem. Da geht die Leiter hoch. Hier haben wir den Whirlpool und Sauna so ein bisschen hier. Ja, da ist allerdings nicht viel sonst. Aber zumindest ein paar Kristalle, die wahrscheinlich für den Sauna, das Sauna-Feeling sind. Nun sagen wir so, ein Whirlpool in eine Sauna reinpacken ist auch nicht die beste Idee, glaube ich, für den Kreislauf. Aber naja. Man ist ja nur ein Spielzeug. Hier sehen wir, da blubbert es da im Whirlpool. Da könnte man sich also reinsetzen. Aber wir haben noch ein paar coole andere Sachen. Wie hier zum Beispiel die Dusche mit Blau und Rot, also warm und kalt. Und, ha, jetzt kommt für mich das Highlight. Nämlich die Toilette mit, und so soll man es wirklich bauen, Herz in der Schüssel. Herz in der Schüssel. Könnte auch von Helene Fischer ein Song sein. Ja. Abgesehen davon auch schon, dass dieses Klo eine Muschelform hat, ist ja sowas von. Aber kein Spiegel. Naja, passt da vielleicht nicht mehr rein. Ist auch ein bisschen enges Klo hier. Aber das finde ich cool. Ja, hier kann man aber, da zumindest hat man den Spiegel. Da haben wir die Umkleidekabine. Da mit so ein bisschen, da sehen wir, da können wir sogar ein bisschen Sonnenmilch und ein Handtuch da als Aufkleber uns antun. Aber da ist dann keine Dusche mehr. Die ist ja hier dann da vorne. Und hier, da können wir wahrscheinlich unsere Sachen einschließen. Also wirklich an viele Details gedacht. Da, City, müsste mal City davon einen abschneiden. Also das ist, da ist Friends einfach immer eine Ecke besser, was solche Sachen angeht. Na, hier hat sich schon ein bisschen was gelöst. Moment, das müssen wir einmal kurz reparieren. So, sitzt wieder. Apropos sitzt. Wir wollen jetzt ja auch mal sitzend, beziehungsweise mit leicht erhobenem Oberkörper rutschen. Welche nehmen wir denn zuerst? Wir nehmen mal die hier. Und wen nehmen wir denn da? Wer darf denn hier mal rutschen? Wir nehmen die Steffi. Stefanie, so, natürlich nicht sitzend. Wir fangen hier an. Da geht's rein. Da wird es gerutscht. Arme so ein bisschen hoch, damit sie dann irgendwo hängen bleibt. Und nun geht sie los, die wilde Fahrt. Na, zack. Und naja, gut. Also hier würde sie nochmal nass werden. Da ist hier so was. Ja. Also, versuchen wir es nochmal im Sitzen. Ist, oh ja, da geht es schon besser. Zack, da ist sie. Ja, im Sitzen geht's. Und dann haben wir, ja, das ist ja die einfachste Rutsche. Dann müssen wir die überhaupt zeigen. Doch, wir zeigen es. Also, da schmeißen wir sie einfach durch. Ups, zack, da ist sie durch. Genau. Also, noch einmal, im Sitzen ging es ja besser. Achtung, 3, 2, 1 und spektakulär, da ist sie durchgerutscht. Wunderbar. Aber das Coolste, und das ist natürlich das, was wahrscheinlich die meisten ja bei diesem Set anspricht, ist hier die transparente Röhre. Und das sind Teile, die auch neu sind seit diesem Sommer. Jetzt mit einer Hand halten und hier noch die Steffi dann da reindrücken. Wird aber eng. Hopp, komm, hopp. Und da ist sie durch. Genau. Also, auch da muss man achten. So ein vollgepackter Ninja könnte auch mal stecken bleiben. Aber hier, Steffi, komm. Ups, da ist sie durch. Genau. Jetzt gucken wir uns das von unten nochmal an. Ja, vielleicht haben wir da noch spektakulärere Bilder. Achtung, halten Sie sich fest. Gleich kommt die Steffi da rausgerutscht. Na, komm, hopp und zack, da ist sie durch. Ja, so einfach ist Rutschen. Cool. Also, ich finde das irgendwie ganz knuffig, das Set. Hat was. Ist natürlich eher für Leute, die Friends mögen. Aber, ach so, ein Highlight haben wir noch. Hier, und zwar, wenn wir Mason mal nass machen wollen. Wenn die Mädels mal ein bisschen Spaß haben wollen hier, ne? Guck mal da.
Guck dir, das ist wahrscheinlich so dieses Mason, stell dich da mal hin, denk dir mal nichts dabei. Und dann hier oben nämlich, da ahnen wir schon bei dieser Muschel, da können wir nämlich hier hinten drücken und was passiert dann wohl? Zack, da haben wir den Mason nass gemacht. Ha, das ist ja, genau. Also, es ist ein Träumchen, genau. Anleitungen gibt es zwei davon, Hefte, also der große Wasserpark, der wird damit was mit dem Heft Nummer 2 gemacht. Heft Nummer 1, hier gucken wir mal, da gibt es den ganzen Kleingerödel und auch unseren Eiswagen. Und hier sehen wir, ja, es ist auch nichts Spektakuläres, was man da an Technik baut. Es ist eine Bauzeit von, ja, für Kinder wahrscheinlich so 3 Stunden, mit Eltern kann auch ein bisschen länger sein. Es sind eben viele Aufkleber auch, ne? Also das haben wir ja gerade eben gesehen. Das muss man auch bedenken, weil das auch durchaus ein bisschen Zeit und vielleicht Fingerspitzengefühl braucht, wo Mami und Papi dann wieder da ran müssen. So. Das war's. Schöner wird's nicht. Also, ich bin nicht Zielgruppe, finde es aber trotzdem ganz cool. Mein Sohn hat damit sehr gerne schon gespielt. Und gerade das Rutschen ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Macht aber allerdings mehr Lust darauf, tatsächlich Wasser irgendwie da einzuführen, als es Lego erlaubt. Also, und dann wird man doch wieder zu Playmobil geführt. Ja, ist auch nicht schlecht. Da kann man wirklich Wasser einfüllen. Es ist ja, das Beste aus zwei Welten, wäre auch cool. Guck mal, jetzt gucken wir nochmal von oben. Ja, also, ich weiß jetzt gar nicht, was ich da großartig kritisieren würde. 100 Euro ist allerdings eine ganz schöne Stange Geld für eine Eigenwerbung oder Eigenprodukt. Natürlich gibt es dafür ein paar Sonderteile. Und es sind aber coole Gags drin. Und ja, also, das passt. Kann man auch viel spielen, viel Spielbrand drumherum. Was haltet ihr davon? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie findet ihr überhaupt so ein Kurzreview mal mit dem Handy? Die Idee dahinter ist natürlich auch, ich muss gestehen, dass auch mein Zeitkontingent durch Familie und Weihnachtszeit gerade sehr eingeschränkt ist. Das heißt, entweder wäre es gewesen, gar kein Review dazu zu machen oder eben in dieser Form. Und deswegen hatte ich mich jetzt hier mal für diese Form entschieden. Es wird also weiterhin aber natürlich die mit der besseren Kamera geben und dann auch mit weniger Wackeln. Und guck mal da. Davon sind übrigens eine Menge in der Packung hier, von diesen Muscheln und ganzen Applikationen, die man da drauf machen kann. So, denn Mann, nicht? Also, wir freuen uns auf den Sommer. Alles Gute, wir sehen uns, bis bald und tschüss.